Die ganze Pfeife. Oh Gott. So, ich habe was Neues am Start. Und zwar wurde mir da ein Paket vorbeigebracht mit ein paar neuen Köpfen, die wir uns heute mal zusammen angucken werden. Ich hole auch das Paket. So, da ist das Ding. Aber ich glaube, ich schalte euch mal oben auf die andere Cam. So, hier ist das Paket. Wir haben ja auch einen Zettel drin. Den lege ich aber mal beiseite, weil auf der anderen Seite steht die Handynummer von dem Kollege. Sollte jetzt vielleicht nicht ins Internet, ne? Aber wir gucken uns mal an, was sich hier drunter verbirgt. Und zwar seht ihr auch schon die Marke Carla Hooker. Und das sind 3D-gedruckte Köpfe. Das kennt man ja schon, aber die Jungs haben sich hier ein paar neue Designs überlegt. Meinten auch, dass die Hitzeeigenschaften besonders nice sein sollen. Die sind aber auch sauschwer für 3D gedruckt. Also das ist auf jeden Fall das Erste, was auffällt. Vom Gewicht her sehr, sehr schwer. Also deutlich schwerer als ein Oblako auf jeden Fall, wenn man mal damit vergleichen soll. Diese Optik mit diesen Rillen hier sieht halt schon geil aus, ne? Ist schon recht besonders. Geil ist auch, dass es innen gerillt ist. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so gut rüberkommt, aber auch innen haben wir Rillen, was bedeutet, dass das sehr, sehr geil auf Kopfdichtung halten soll. Stelle ich mir zumindest so vor. Das hier ist der erste, den wir haben. Ein Funnel. Auch hier oben übrigens angeraut, dass der HMD gut hält. 3D gedruckt, was ist das denn für ein Material? Das sind 3D gedruckte Keramikköpfe. Also das ist ganz normal ein Ton, der dann eben, ach will, das ist ja sehr geil. Guck mal hier, das ist mega. Das ist ein Mehrlochkopf und du kriegst in der Packung hier so ein Einlegesieb. Das ist eigentlich übel geil. Habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Boah, der sieht auch sehr nice aus. Habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drum gemacht. Aber das macht ja übel Sinn, wenn man einen Mehrlochkopf verkauft, auch so ein Sieb dazu zu legen. Das ist auf jeden Fall eine coole Kleinigkeit. Wusste ich nicht. Aber ist sehr, sehr nice. Verrutscht halt so ein bisschen, ne? Musst du halt einmal richtig legen, dann Köpfchen bauen und dann let's go. Aber so fliegt dir auf jeden Fall dann nicht so unendlich viel Tabak hier durch. Depot ist auch sehr interessant. Der ist irgendwie sehr breit, aber nicht allzu tief. Also wenn man mal hier guckt, der ist nicht mal ein Finger breit tief. Das ist schon mal cool. Okay. Und sieht auch sehr, sehr geil aus. Wir haben wieder diese Rillenoptik. Wir haben auch wieder Innenrillen. Also sollte auch wieder gut halten, denke ich mal. Das werden wir natürlich gleich noch testen. Gewicht ist bei dem etwas leichter als beim Funnel, aber immer noch eher ein schwerer Kopf. So, den haben wir. Gucken wir uns den nächsten an. Für Marvin 15 von 100. 3D-Ball. Limitiert. Okay, da bin ich jetzt... Sollen wir den als letztes aufmachen? Dann müssen wir eigentlich als letztes aufmachen. Den Limitierten gucken wir uns als letztes an. Oh, okay, wild in lila. Ja, ist jetzt ehrlich gesagt nicht meine Farbe, aber ist auf jeden Fall eine krasse Farbe. Das stelle ich mir auf so einer Shikawa sehr, sehr, sehr geil vor. Wir haben, okay, und wir haben auch immer irgendwie andere Designs, ne? Also hier haben wir so eine Kantenoptik und bei denen haben wir so eine... Das ist wie so ein Ripple-Effekt, wenn so ein Tropfen Wasser auf eine glatte Oberfläche fällt, oder? Dann sieht das so aus. Vom Depot her sind die auch unterschiedlich. In denen muss ein bisschen mehr rein. In denen geht, denke ich, ein bisschen weniger rein. So, dann gucken wir uns nochmal den Limitierten an. Da bin ich auch sehr gespannt, was das jetzt wird. Die Nummer 15 von 100 haben wir. Oh, geil. Okay, in weiß schon mal. Okay, das ist sehr nice. Ja, ich glaube, den werden wir auch auf jeden Fall als erstes rauchen. Fast ein bisschen zu hell, ne? Warte mal. So sieht man den besser. Das sieht schon sehr nice aus. Es ist sehr, sehr witzig, dass der auch, wenn man reinguckt, seht ihr, der hat auch innen diese ganzen Ecken und Kanten. Also diese Kanten, die man hier außen sieht, hat er auf jeden Fall auch innen. Das ist natürlich geil bei 3D gedruckt, da geht sowas, ne? Bei Ton könntest du das nicht machen. Bei einem auf herkömmliche Weise hergestellten Tonkopf könntest du das nicht machen. Bei einem 3D gedruckten Keramikton, also Keramik, Keramik ist immer, gebrannter Ton ist immer Keramik. Also das ist so ein Tongemisch, was da 3D gedruckt wird und dann wird das gebrannt. Und dadurch kannst du halt so Formen hinkriegen und kannst hier auch so Rillen hinkriegen. Sieht auf jeden Fall geil aus. Also den weißen feiere ich. Was ich schade finde, ich weiß auf dem Kopf gar nicht mehr, dass der limitiert ist, oder? Nö. Hier steht nur noch mal Carla Hooker. Ansonsten steht da nichts drauf. Aber schöne Farbe. Der weiße und der Mehrloch für mich am besten. Finde ich auch am coolsten, ja. Den Mehrloch drehen wir direkt dem Alex an, wenn der noch kommt. So, wir haben auch noch eine Menge... Ach, guck mal, wir haben... Oh, okay. Was ist das? Das finde ich ganz cool. Ich würde gerade sagen, wir haben auch noch Standard-Werbegeschenk. Oha, mit... Oha, hier mit Beutelchen und so. Und was ich auch sehr geil finde, mit Metallkette. Das ist sehr nice. Und dann können wir... Send help, send help. Oh Gott. Tu mal die Box weg. Das ist natürlich ganz geil. Müssen wir hier mal aufmachen. Kann sowas eigentlich gar nicht, ne? So Fummelarbeit. Wie soll ich das denn da durchkriegen? Kriege ich doch niemals da durch. Tausendmal breiter als dieses Ding hier. Also ich meine, klar, ist Silikon, aber... Ja gut, das wird jetzt nichts, ansonsten sind wir Stunden unterwegs. Aber ich finde es geil, dass eine Metallkette dabei ist. Bin ich jetzt Profi-Streamer? MC Marv, One Chains, Monte 2.0, Verwechslungsgefahr. Ja, hätte ich jetzt noch ein Rolex-Tattoo im Gesicht, ne? Hätte ich jetzt noch ein Rolex-Tattoo im Gesicht, dann wäre echt eng. Gut, ich zeige euch nochmal in der Cam die Köpfe, also nochmal im Schnelldurchlauf. Hier haben wir den ersten.
mit dem etwas kleineren Depot. Dann gibt es dasselbe auch nochmal in lila mit einer anderen Form, mit einem etwas größeren Depot. Der Rand schön angeraut. Ich finde das Design am coolsten, aber ich finde die Farbe von dem Weißen am coolsten, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch den Mehrlochkopf, der wie gesagt mit einem Einlegesieb kommt. Finde ich eine sehr nette Kleinigkeit. Normal zahlst du dafür nochmal irgendwie einen Euro, in manchen Shisha-Shops sogar zwei. Hier ist es einfach dabei. Dann hast du, wenn du das brauchst für den Kopf, hast du es direkt dabei. Finde ich einfach eine nette Kleinigkeit, dass es dabei ist. Und der gefällt mir vom Design her auch sehr, sehr gut. Ich finde irgendwie dieses Triangle-mäßige sehr geil. Und die Farbe von der Glasur finde ich hier auf jeden Fall am allerschönsten. Das finde ich sehr nice. Auch mit dem Mega-Tropfen, der darunter läuft. Sehr, sehr cool. So, bevor wir die bauen, gucken wir uns aber einmal die Webseite an, weil ich auch wissen will, was mit den Dingern los ist, ne? Ich habe da nicht so viele Infos zu. Die waren so, willst du die probieren? Ich so, gerne. Also, testen wir mal, ob die auch alle HMD-fähig sind. Wir haben als erstes den Weißen. Das passt auf jeden Fall. Du hast sogar ein bisschen Spiel, finde ich gut. Also passt sehr, sehr gut rein. Sitzt sehr, sehr gut drauf. Dann können wir noch den Lilanen gucken. Passt auch sehr gut. Und da HMDs unten immer fast identisch groß sind, kannst du sagen, passt ein HMD, passen alle HMDs. Manchmal sitzt ein HMD ein bisschen besser als jetzt der andere, aber im Grunde kannst du sie dann zumindest mit allen HMDs rauchen. Ja, also das passt auch. Gucken wir mal noch den Mehrloch. Passt auch wunderbar. Also die Köpfe sind teilweise ein bisschen größer, heißt aber nur, dass der HMD sehr, sehr geil drin sitzt. Also das funktioniert. Wobei hier vielleicht sogar eher ein Kalaut Niris draufpassen würde. So rein farblich, würde ich sagen. Also, check, alle HMD tauglich. Das ist der Limited. Edge White Shiny. Also Edge ist wahrscheinlich die Form. Das heißt, das hier ist ein Edge und der hier ist auch ein Edge. Dann müssen wir mal gucken, wie noch die andere Form heißt. Bin mal gespannt, was der kostet. So, die Limited-Variante kostet 40 Euro. Der auf 100 Stück limitierte White Shiny Funnel. Angefertigt wurde der Funnel aus einer speziellen Tonmischung mithilfe eines 3D-Drucksverfahrens. Der Ton wird bei 1200 Grad Celsius im Muffelofen gebrannt. Mit Glasur überzogen und erneut gebrannt. Genau, also sehr Hochtemperatur gebrannt und zweimal gebrannt. Sollte verhindern, dass das Ding blutet. Ah, hier steht sogar Gewicht dabei. Also 250 wiegen die und 17 Gramm Tabak soll reingehen. So, okay. Also die Tropfenoptik heißt Obito und die nicht limitierten Funnel kosten dann 28 Euro. Finde ich für das ausgefallene Design okay. Ich meine, so 25 Euro ist eigentlich im Moment normal für einen Durchschnittsfunnel, würde ich sagen. Die sind 3D gedruckt. 20 Euro finde ich geil. So, das ist die Killer Ball Edge. Das wird wahrscheinlich die sein, die wir haben. Genau die hier. Kostet 27 Euro. Und, die gibt es auch nochmal in Obito. Okay, das ist natürlich ganz cool. Boah, ich glaube, die finde ich am geilsten. Ah ja, und dann zeigen die auch nochmal das Einlegesieb. Dann lieber Popo für 30 Euro. Ja, wobei ich nicht sagen würde, dass das überhaupt ein Konkurrenzprodukt zum Popo ist. Das sind ja schon krass unterschiedliche Köpfe. Also der Popo ist ein kleiner, recht sparsamer Kopf. Und der hier, würde ich sagen, hat so ein normales Depot. Ne? Also der sollte deutlich länger halten als der Popo. Plus auch eine normale Form von einem Kopf. Der Popo hat ja eine recht eigene Form. Also ich denke, die werden sich da nicht im Weg stehen. So, Zubehör, haben die da noch was? Ach geil, hier ist das. Okay, hätte ich tatsächlich mehr gedacht. 24 Euro mit der Metallkette. Das ist sogar ein anderes. Guck mal, da ist sogar noch so ein Metallring dabei, bei mir nicht. Kopfbauset haben sie auch noch. 24 Euro. Und ja, das ist natürlich 40 Euro LED-Untersetzer. Ist natürlich happig. Weil ich habe von der Marke noch nicht so viel mitbekommen. Dann muss man sich ja auch mal informieren. Aber erstmal will ich einen Kopf. Und genau den bauen wir jetzt auch. So, wir werden einen Mix bauen aus Shisha Kartell Sexy Shiba, Must Have Pinkman, Must Have Kiwi Smoothie und Bloody Punch. Und ich werde auf jeden Fall hier als erstes den White Limited 15 von 100 bauen. Also ich würde schätzen, depotmäßig ist das sehr, sehr nah am Oblaco M. Ich würde schätzen, ich habe hier so 25 Gramm drin ungefähr. Und so haben wir jetzt unser Köpfchen. Eine Vierer-Mischung. Hat man länger nicht bei mir gesehen, oder? Ich zeige es nochmal in die andere Cam. Tada! So sieht unser Köpfchen jetzt aus. Der sitzt geisteskrank bombenfest. Also wenn irgendjemand von euch Sorge hat, dass Köpfe nicht auf der Oha. Oha, der geht auch nicht mehr ab. Okay, also wenn ihr oft die Probleme habt, dass eure Köpfe nicht halten, dann holt euch auf jeden Fall so ein, Digga. Ich glaube, Digga, ich kann die Pfeife an dem Kopf anheben. Also, don't try this at home. Aber no joke, ich habe gerade die ganze Pfeife in Oh Gott. Wie gesagt, don't try this at home. Aber es hat funktioniert für eine Minute. Oh, der Alex ist da. Ich muss ihm Alex kurz aufmachen. Komm gleich wieder. Komm gleich wieder. Alex ist da. Hallo. 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 Ich wollte noch einmal hier zeigen, wie der HMD drauf passt. Ja, dann nochmal hier. Color
Mehrlochkopf. Vom Depot her würde ich sagen Killerball. Relativ breit, dafür nicht so tief. Und ich klaue mir mal den Black Honey von Genghis, also falls du das siehst. Danke dir. Du musst mal oben links draufklicken, dann sehen die Leute das, dass ich hier meine Kommentatorenposition eingenommen habe. Als nächstes nahm er sich den Must-Have-Kiwi-Smoothie, schraubte die Dose auf, nahm die Kopfbaugabel mit der Stecherseite, rührte den Tabak um die Molasse angenehm zu verteilen. Wenn das Ganze eine gleichmäßige, homogene Masse ergeben hat, nimmt er sich die Dose, streicht den Tabak vorsichtig zum Rand dieser und lässt den Tabak fluffig und locker in den Kopf fallen. Vor dein Gesicht halten, ansonsten... Ah, warte. Ja, der Augenautofokus schlägt sonst zu. Funktioniert? Ah, ja. Jetzt. Siehst du? So, Köpfe sind angeraucht. Bei mir läuft der Funnel, beim Alex läuft der Mehrloch. Was sagst du? Angeraucht ist. Erster Eindruck läuft gut. Also kann mich an sich nicht beklagen. Ich bin mal gespannt, wie er sich über die Zeit entwickelt, wie er die Hitze halten wird. Da bin ich, glaube ich, am meisten auch gespannt drauf. Aber so Hitzeleitung und wie er angelaufen ist, bisher top. Also was mir direkt aufgefallen ist, obwohl sie hohl, weil 3D gedruckt sind, sind die recht massiv. Dafür auf jeden Fall, ja. Also dafür, dass der Honig wiegt auf jeden Fall mehr als so ein Oblako oder sowas. Ja. Ja. Ne? Funnel bis jetzt sehr, sehr gut. Ich hätte ihn ein bisschen niedriger bauen müssen. Ich habe sehr viel Kontakt gebaut, obwohl ich es nicht gedacht hätte. Das heißt, ich hätte noch ein bisschen Tabak sparen können, ein bisschen flacher bauen können, als ich es jetzt gemacht habe. Performance läuft aber wunderbar. Also er hat nie gezickt, obwohl er zwischendrin einmal deutlich zu viel Hitze hatte. Also ich hatte zu lange die dritte Kohle drauf und trotzdem läuft er eigentlich echt gut. Also jetzt nach ein paar Mal Wenden vom HMD habe ich auch wieder Durchzug. Was ich halt immer ganz cool finde, gerade bei Killerballs, wenn die nicht zu tief sind, das ist ja auch hier vorhanden. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Tabak auch am Ende gut durch sein wird. Ja, das, der ist halt nur so ein Dreiviertel Finger tief. Genau. Also das fand Dreiviertel Marvin Zeigefinger tief. Das ist die perfekte Einheit. Ja, auf jeden Fall. Ja, nicht wie die Amis hier mit Fuß, Inch, Yard und schieß mich tot. Bei uns wird in Marvins Fingerbreite gerechnet. Immer noch besser als das. Dreiviertel MFB. Nee, läuft auf jeden Fall. Ja. Also besser als gedacht, muss ich sagen. Ich habe von diesen 3D-gedruckten Köpfen, abgesehen von dem Konzeptik, noch nie einen probiert. Same. Ja, aber gut. Ja. Läuft. Was würdest du preislich bei dem schätzen? Du kennst die Preise nicht, oder? Ich kenne die Preise nicht. Was würdest du schätzen? Boah, ich 3D-gedruckt, Hochtemperatur gebrannt, zweimal gebrannt. Also ich glaube, realistisch wären so 20 bis 25. Na, ist ein bisschen drüber. Ja? Ja, ist ein kleines bisschen drüber, 27 Euro. Ah ja, gut, aber es geht auch voll klar. Ja. Also ich habe vorhin gesagt, ne, so Standardpfanne im Moment würde ich sagen, so Standardpreis für einen Kopf 25 Euro. Ja. Da ist er knapp drüber. Dafür, dass er 3D gedruckt ist, sehr besondere Formen hat, finde ich okay. Ja. Also auf die eine oder andere Pfeife wird das Ding hervorragend passen. Ja, ich finde die Form halt wirklich cool, muss ich sagen. Es gibt halt zwei verschiedene Formen sozusagen, die du dir holen kannst. Es gibt einmal den Edge, das ist das hier. In dem Design haben wir jetzt auch den Mehrlochkopf. Und es gibt den Orbito. Das ist so ein bisschen Wellenoptik, ja, als ob hier so ein Wassertropfen in die Mitte gefallen wäre und so. Ich finde beides echt cool, muss ich sagen. Ich finde auch beides cool, ich finde das aber definitiv cooler. Ne? Also der mit dieser Wellenoptik, finde ich irgendwie geil. Ich nicht, weil ich finde bei den... Weiß ich nicht. Nee, also ich weiß, also so auf erster Eindruck safe, aber ich finde durch diese Edge-Optik hat er nochmal einen cooleren 3D-Look auf der Pfeife. Das auf jeden Fall, so frontal auf jeden Fall hier dieser Wellenlook, aber so wenn du so von der Seite guckst und so weiter, finde ich das schon echt ganz nice. Aber auf jeden Fall beides ausgefallene Formen. Ja. Erster Eindruck von dem Ding. Sehr solide Performance, coole Designs, Colorways. Online gab es auch ein paar extrem geile, also das Lila ist jetzt zum Beispiel nicht so mein Fall. Aber könnte ich mir zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwie eine Lila, eine Chicago hat oder so, ne, dann könnte das schon wieder wie Arsch auf Eimer passen. Also Ersteindruck, sehr nice. Ja, safe.